Hallo, liebe Studierenden, wir sind in Aufgabe 9. Die Aufgabe 7 war eine reine Integrationsaufgabe und die Aufgabe 8 war eine Textaufgabe, in der auch Integrale vorkamen. Und deswegen musste ich die leider aus dem Programm werfen. Das Integrationsrechnen gehört ja zu Mathe A nicht mehr mit dazu. Es tut mir ein bisschen leid, denn ich bin ja persönlich ein großer Fan von Textaufgaben. Denn es ist ja so, dass wenn die Mathe-Vorlesung irgendwann vorbei ist, dann ist es ja Ihre eigene Aufgabe, möglicherweise irgendwelche ökonomischen Sachverhalte in Formeln zu verwandeln oder sich zu überlegen, welche Mathematisierung dazu passen könnte. Und das ist häufig viel schwieriger und erfordert viel mehr Grips als hinterher die Mathematik selber. Und von daher mache ich Textaufgaben eigentlich ganz gerne, aber diese kann ich jetzt leider nicht besprechen. Also kommen wir jetzt zur Aufgabe 9. Taylor-Approximation und implizite Differenziation. Es sieht folgendermaßen aus. Also wir haben eine implizite Funktion gegeben, das ist diese hier. Und wir sollen als erstes gucken, also es gibt mir einen Zusammenhang zwischen x und y oder y und x. Da steckt noch ein Parameter Gamma drin. Das bedeutet, je nach Gamma wird dieser implizite Zusammenhang unterschiedlich aussehen. Was wollte ich sagen? Ja, an diesem Parameter darf man sich gar nicht stören. Wenn man die Funktion mal plotten wollen würde, dann müsste man einfach ein ganz konkretes Gamma wählen. Oder man könnte mehrere Gammas und die Funktion dann mehrfach plotten, um so ein bisschen zu sehen, wie die von Gamma abhängig ist. Okay, als erstes soll ich aber gucken, dass die Funktion durch den Koordinatenursprung verläuft und das ist natürlich klar. Ich muss einfach für y 0 einsetzen und für x auch 0. Also y hoch 5 minus y gleich Gamma x. Dann steht da 0, y, ach Quatsch. Nicht y hoch 0, sondern 0 hoch 5 minus 0 ist gleich Gamma mal 0 und das stimmt. Und damit weiß ich, der Koordinatenursprung gehört, egal welches Gamma, auf jeden Fall mit dazu. Zweitens soll ich bestimmen f' von x in diesem Punkt 0. Okay, dafür leite ich mal implizit ab. Das bedeutet, ich gucke mir diese Funktion an, y hoch 5 minus y gleich Gamma x, leite die ab nach x, aber ich berücksichtige, dass y in Wirklichkeit eine Funktion von x ist. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich dieses y hoch 5 ableite, das ist ja in Wirklichkeit y hoch x, y von x hoch 5. Und wenn ich das nach x ableite, dann kommt da zum Beispiel raus die innere Ableitung y' mal die äußere Ableitung 5, naja, 5 mal y von x in Klammern hoch 4. Ja, das muss man berücksichtigen. Das mache ich jetzt auch. Also wenn ich ableite, steht dann da 5 y' mal y hoch 4. Minus y' ist gleich Gamma und das x abgeleitet nach x ist natürlich 1, also fällt raus. Das Ganze löse ich jetzt auf nach, diese Gleichung kann ich mir erstmal merken, denn die kann ich gleich weiter ableiten für die zweite Ableitung, die gleich kommt. Aber jetzt setze ich mal ein, y gleich 0, dann fällt ja der erste Term direkt weg und dann steht da direkt, also y gleich 0, daraus folgt direkt y' gleich minus Gamma. Das heißt also, die Steigung der Funktion im Ursprung ist negativ und je größer das Gamma, desto negativer, desto steiler ist diese Funktion. Also desto steiler fällt sie ab. Jetzt die zweite Ableitung. Okay, versuche ich mal. Es gilt ja. Also, muss die Produktregel anwenden. Also, erstmal habe ich hier 5 mal y2' mal y hoch 4 plus, das sollen 4 sein, plus 5 mal y' mal 4 mal y' mal y hoch 3 minus y2' gleich und das Gamma jetzt abgeleitet ergibt ja 0 ist gleich 0. Okay, jetzt fällt ein bisschen was raus, nämlich alles das, wo irgendwie ein y mit dabei steht. Denn y ist ja gleich 0, ne? Nicht vergessen. Hier steht y, also
erste Term ist gleich 0, hier steht ein y hoch 3, das heißt, der zweite Term ist auch gleich 0 und dann steht da, bleibt stehen, minus y2' gleich 0, also daraus folgt eben y2' gleich 0. Das heißt also, ich habe hier eine Funktion, die ist zwar möglicherweise konvex oder konkav, aber die zweite Ableitung ist gleich 0. Das heißt, diese Konvexität oder Konkavität ist sehr, sehr schwach ausgeprägt an dieser Stelle 0. So ähnlich wie bei einer Funktion x hoch 4 oder so, da ist es ja auch so, f von x gleich x hoch 4, an der Stelle 0 ist die Funktion extrem flach, sodass sie ist zwar gekrümmt, aber die Krümmung ist so schwach, dass die zweite Ableitung dieser Funktion an der Stelle 0 gleich 0 ist. Okay, jetzt ist die letzte Teilaufgabe. Ich soll die Taylor-Approximation zweiter Ordnung an der Stelle x gleich 0 aufstellen. Naja, okay, das ist wiederum einfach Formalismus. P von x ist die Taylor-Approximation. Das ist ja gleich y von 0 plus x mal y' von 0 plus x Quadrat halbe mal y2' an der Stelle 0. Das ist die Taylor-Formel, die Sie jetzt natürlich statt dem y von x steht, kennen Sie das mit normalerweise f von x, aber die Formel ist ansonsten die gleiche. Und ich weiß ja, y von 0, das ist 0 und y2' von 0 ist auch gleich 0. Also bleibt einfach stehen, p von x ist gleich x mal y', das ist minus Gamma, also minus Gamma x. Das ist die Taylor-Approximation zweiten Grades. Der x-Quadrat-Term, der eigentlich bei einer Taylor-Approximation zweiten Grades immer mit dazukommt, der ist hier weggefallen. Das heißt also, der ist zufälligerweise gleich 0. Und damit bin ich mit der Aufgabe schon fertig. Also, wenn man es gut geübt hat, ich habe jetzt sogar schon noch ein bisschen was dazu erklärt und habe jetzt gerade mal erst 7 Minuten gebraucht. Das heißt also, die Punkte sind zum Teil hier relativ großzügig verschenkt. Verschenkt kann man nicht sagen, denn in der Klausur ist ja klar, man ist nervös. Man muss ein bisschen mehr nachdenken. Man hat's nicht, muss erst mal gucken, worum es überhaupt geht. Das habe ich mir natürlich schon vorher angeguckt und von daher war die Aufgabe dann natürlich ein bisschen leichter. Aber wie auch immer, also allzu knifflig ist die Aufgabe nicht. Ich finde ja persönlich sowieso, dass dieses Thema implizites Differenzieren, das ist so das erste Thema in der Vorlesung, was Sie wahrscheinlich nicht aus der Schule kennen, das erste größere Thema, was Sie nicht aus der Schule kennen. Aber wenn man sich einmal damit angefreundet hat, so sonderlich kompliziert ist es eigentlich nicht. Aber wissen Sie ja, extrem nützlich in der VWL, denn man kann es immer dann brauchen, wenn man eine Funktion nicht geschlossen aufschreiben kann. Und genau das ist ja hier der Fall. Ne? Es wäre übrigens natürlich auch theoretisch möglich gewesen, das Pferd umgekehrt aufzuzäumen. Also statt dass ich das als Funktion y als Funktion von x gesehen hätte, dass ich mir quasi den Kehrwert, die Umkehrfunktion angeguckt hätte. Sie können, wenn Sie wollen, jetzt stoppen, aber für die, die es interessiert, kann ich es vielleicht noch mal kurz in einer anderen Farbe vorrechnen. Vielleicht ganz interessant. Also gut, dann muss ich mal kurz draufklicken. Wie gesagt, wir sind mit der eigentlichen Klausuraufgabe fertig. Ich nehme eine andere Farbe und zeige Ihnen eine alternative Lösung in Orange. Okay, dass die Funktion durch den Koordinaten, ich schreibe mal die Funktion umgekehrt auf, also x von y, ist jetzt die Umkehrfunktion, ist ja natürlich gleich y hoch 5 minus y dividiert durch Gamma. Ne? Das heißt also, ich kann die Funktion selber zwar nicht ausrechnen, aber die Umkehrfunktion kann ich sehr leicht ausrechnen. Dementsprechend kann ich auch direkt sehen, dass sie durch den Koordinatenursprung verläuft. Es gilt nämlich x an der Stelle y gleich 0, setze ich einfach ein, 0 minus 0 durch Gamma, also 0. Also ist das auch bewiesen, ne, durch die Umkehrfunktion. Bestimmen Sie f' in diesem Punkt.
Okay, ich leite die Funktion ab. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn ich diese x von y-Funktion ableite, leite ich natürlich jetzt nicht nach x ab, sondern nach y ab. Und dann gilt ja, muss ich mich selbst höllisch konzentrieren, dass ich nicht aus Versehen das Falsche hinschreibe, x' von y ist gleich 5y hoch 4 minus 1 dividiert durch Gamma. Und das bedeutet x' an der Stelle 0, denn ich befinde mich ja am Koordinatenursprung, also an der Stelle 0, ist dann ja gleich minus 1 durch Gamma. Und jetzt weiß ich ja, dass die Ableitung der eigentlichen Funktion ist ja gleich dem Kehrwert. Das bedeutet also y' abgeleitet an der Stelle 0 ist dann gleich dem Kehrwert, also gleich minus Gamma. So, das konnte ich jetzt ausrechnen und habe dabei den Satz über implizite Funktionen oder dieses Rechnen mit impliziten Funktionen gar nicht unbedingt gebraucht. Die zweite Ableitung auszurechnen, das ist ein bisschen, also ist natürlich erstmal x2' auszurechnen, ist leicht. x2' von y, das ist ja gleich 5 mal 4 mal y hoch 3 dividiert durch Gamma. Das bedeutet, x2' an der Stelle 0 ist gleich 0. Okay, und die weiteren Ableitungen sehen Sie hier, die sind dann auch gleich 0. Das verschwindet ja. Es gibt noch mal eine Ableitung, die ungleich 0 ist und ab dann wieder gleich 0. Denn ich habe es ja hier mit einem Polynom zu tun. Ne? Und jetzt ist es aber so, dass für die zweite Ableitung gilt der folgende Zusammenhang, dass nämlich, das zeige ich Ihnen mal kurz, auf einem etwas weiter unten, wo ich ein bisschen mehr Platz zum Rechnen habe. Ja, hier habe ich, na, ist auch nicht allzu viel, egal. Wenn allgemein gilt, f oder besser gesagt g von f von x ist gleich x. Und ich leite das jetzt ab nach x, dann steht da ja innere Ableitung f' von x mal äußere Ableitung g' von f von x ist gleich x. Und nicht gleich x, Entschuldigung, jetzt hätte ich mich fast schon einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, gleich 1. Ne? Und daraus folgt ja zum Beispiel, dass f' von x ist gleich 1 dividiert durch g' von f von x. Das ist ja die Ableitung der Umkehrfunktion. Jetzt kann ich diese obere Formel nochmal ableiten. Dann steht da f2' von x mal g' von f von x plus f' von x nochmal innere Ableitung f' von x mal g' g2' von f von x, Klammer zu, ist gleich 0. Das kann ich jetzt auflösen nach, wonach ich möchte, nach f' oder nach g'. Ich löse es mal auf nach g2' von f von x. Das ist ja gleich das gleiche wie g2' von y. Das ist dann gleich minus Konzentration für einen kurzen Moment minus f2' von x mal g' von f von x dividiert durch f' von x zum Quadrat. Und dieses g' von f von x ist ja gleich 1 durch f' von x, also bleibt da stehen minus f2' von x dividiert durch f' von x in der dritten Potenz.
hatten wir, glaube ich, auch in der Vorlesung mal ausgerechnet. Das ist der Zusammenhang zwischen der zweiten Ableitung der Umkehrfunktion und der zweiten Ableitung der Ausgangsfunktion. Man sieht, die beiden unterscheiden sich im Vorzeichen. Das ist genau das umgekehrte Vorzeichen. Und ich habe den Faktor f' in der dritten Potenz mit da drin. Aber in meinem speziellen Fall jetzt ist es ja so, dass die Funktion selber hat ja eine zweite Ableitung von 0, also muss die Umkehrfunktion auch eine zweite Ableitung von 0 haben. Denn minus 0 durch irgendwas anderes gibt auch wieder 0. Und das bedeutet also, um nochmal an diese Stelle zurückzukommen, das habe ich natürlich doch ein bisschen gerechnet, aber wenn ich diesen Zusammenhang einmal kenne, dann weiß ich, okay, ja klar, wenn die Funktion selber keine Krümmung hat, dann kann ja die Umkehrfunktion auch keine Krümmung haben. Eigentlich logisch, ne? Das heißt also, aus x' von 0 ist gleich 0, folgt y2' von 0 ist auch gleich 0. Also habe ich jetzt an dieser Stelle zwar noch ein bisschen argumentiert, aber diese Argumentation gerade eben, das war ja relativ allgemein. Und das, was ich eigentlich nur zeigen wollte, war ja im Wesentlichen, hat die Funktion oder in diesem Fall hat die, wenn die Umkehrfunktion keine Krümmung hat, also zweite Ableitung gleich 0, dann hat die Funktion selber auch keine Krümmung, also zweite Ableitung gleich 0. Und das habe ich jetzt hier ausgenutzt. Ne? Und damit bin ich jetzt schon, habe ich jetzt relativ schnell, das war ja jetzt im Prinzip schon 9.3, naja, ich bin ein bisschen, ich habe es ein bisschen zu weit nach oben geschrieben, das hier oben. Das ist ja die Antwort zu 9.2 f' von 0 in diesem Punkt. Und dies hier ist die Antwort von 9.3 f2', die zweite Ableitung in diesem Punkt. Und dann bleibt jetzt noch die Aufgabe mit der Taylor-Approximation. Aber die ist natürlich genau gleich. Ich habe jetzt die oberen Aufgaben gelöst. Ich habe auch wieder rausbekommen, das hier ist minus Gamma und das ist 0, habe ich auch rausbekommen. Das hier hatte ich auch gezeigt. Und damit ist die Lösung für die Aufgabe mit der Taylor-Approximation genau identisch. Also, um es in einem Wort kurz oder in einem Satz zusammenzufassen, wenn Sie einen impliziten Zusammenhang haben und Sie können diesen Zusammenhang nicht nach y auflösen, dann ist es immer trotzdem möglich, mal zu gucken, kann ich den denn nach x auflösen? Denn dann können Sie halt statt eine Kurvendiskussion mit der eigentlichen Funktion zu machen, können Sie dann eine Kurvendiskussion mit der Umkehrfunktion machen und das ist dann möglicherweise viel einfacher. Ne? Also das heißt im Prinzip eine Art Trick, könnte man sagen, um zu dem gleichen Ergebnis natürlich zu kommen.